Kennst du schon den Lockdown Blues? Herzlich willkommen auf Smarana Live. Ja, schön, dass ihr da seid. Heute hat mich das Internet ein bisschen verwirrt. Hab irgendwie sozusagen zweimal die Live-Sendung. Ihr werdet mich schon finden. Schön, dass ihr da seid, ihr Allerliebsten. Ja, jetzt musste ich gerade noch mal schnell mein Handy holen. Das gibt's ja nicht hier. Ja, ich will gerade mal da drauf schauen, auf welchem Kanal wir jetzt hier live sind. Okay, auf dem anderen. Macht aber nichts, ihr werdet es schon finden. Denn YouTube ist ja immer ganz intelligent und wird es euch dann schon zeigen. Heidanei, ist das jetzt wieder mal verrückt. Ich muss gerade selber noch mal gucken. Ja, also, ich sehe es überhaupt nicht jetzt, das Video. Doch da. Okay. Also ich weiß jetzt auch nicht, wo ich bin. Ehrlich gesagt, ist auch egal. Ich freue mich, dass ihr da seid. Und ja, mein Gott, es geht um den Lockdown Blues. Es geht um die Zeit, wie wir jetzt praktisch durch diese Zeit durchkommen. Es sind ja zwei verschiedene Ansichten, die ich heute mit euch mal anschauen möchte. Und zwar ist das eine die physische, die körperliche Seite und die andere die spirituelle Seite. Die physische Seite, das ist ja das unsere Gesellschaft, unser gesellschaftliches Leben, so wie wir uns fühlen, was wir so tun. Ich habe mir hier, ich will gerade mal mein Handy weglegen. Ich habe mir hier so einen kleinen Spickzettel gemacht, auf den muss ich immer mal drauf schauen. Also im Moment, heute war ja Sonne, heute war ja echt toller Sonnenschein und wir konnten spazieren gehen, wir konnten uns wohlfühlen in der Sonne, aber es kommt ja immer mehr der Winter und bei uns soll es ab Montag, sag ich mal, das Wetter nicht mehr so gut sein. Und in dem Moment ist es natürlich auch nicht mehr so leicht rauszugehen, denn wenn es regnet oder nass und kalt ist, macht es auch nicht mehr so viel Spaß. Und das fehlt uns sehr, weil das ist ja in der Zeit vom Lockdown wirklich die einzige schöne Sache. Naja, ich übertreibe jetzt. Das ist eigentlich eine Sache, wo man sagen kann, okay, ich habe eine Tätigkeit, ich bin in der Natur, finde da so ein bisschen meine Mitte und meine Ruhe und bekomme auch das Vitamin D durch die Luft, durch die Sonne und trage da irgendwie etwas zu meiner Gesundheit bei. Das andere wäre die Bewegung. Ich habe ein bisschen Bewegung und ich treffe mich vielleicht auch jemand mit einer Freundin oder einem Freund und wir gehen zusammen spazieren. Das ist so etwas, was einem jetzt in der Zeit hilft, weil fortgehen ist ja sonst nicht. Also die sozialen Kontakte sind ja sehr eingeschränkt und da kann man also sich praktisch, man kann keinen Sport machen, kann man eigentlich nur laufen oder Fahrrad fahren. Also diese Dinge eben, die man alleine machen kann oder zu zweit, das würde ich euch empfehlen, auf jeden Fall zu tun. Das andere wäre, was uns so fehlt, diese soziale Kommunikation. Das heißt, die soziale Kommunikation, das ist einfach sich mit Freundinnen treffen, die Freundinnen zu Hause besuchen, diese sozialen Kontakte pflegen. Das geht zum Teil schon, wenn es zwei Familien sind. Mehr dürfen es ja nicht sein. Das andere ist einfach
man kann nicht mehr fortgehen in die Hotels, in die Restaurants und so. Und da habe ich einen Tipp für euch. Das wäre doch gut, wenn ihr zum Beispiel dort zu Hause euch übers Internet trefft, über Skype. Ich weiß noch damals, als Skype ganz neu war, dann hieß es, oh Gott, telefonieren praktisch mit Bild und mit bewegtem Bild und so, das war total aufregend. Das haben wir alles zur Verfügung und es geht auch über WhatsApp und ihr wisst, es gibt noch viel mehr Arten, auch über Facebook kann man ja sich sehen, wenn man sich anruft. Und das ist natürlich eine feine Sache. Und sowas würde ich euch tatsächlich empfehlen, damit ihr eben die Medien nutzt, die wir haben, das Internet nutzt und euch zum Beispiel zum Kaffee trinken online verabredet. Das kann man ja auch mit mehreren Menschen machen. Auf Skype gibt es zum Beispiel eine Funktion, wo man dann drei, vier oder fünf einfach dazu einladen kann und sich dann da eben zum Kaffee trinken trifft und sich ganz normal unterhalten kann. Ich finde, das ist schon eigentlich eine ganz gute Sache. Würde ich euch empfehlen und würde dadurch so ein bisschen auch die sozialen Kontakte einfach fördern, weil die schlafen ja sonst auch ein. Und wenn man das gewöhnt ist, zum Beispiel vorzugehen und sich mit seinen Freunden zu treffen, dann kann man das wenigstens übers Internet machen. Ja, was haltet ihr davon? Ich bin gespannt, was ihr so dazu sagt. Und wenn jetzt der eine sagt, okay, ich kenne mich da nicht so gut aus, für mich ist das kompliziert, ja, dann habt ihr ja auch immer noch das Telefon, dann telefoniert man eben länger, um sich da so ein bisschen ja, gegenseitig auszutauschen und zu unterstützen. Das ist, denke ich, sehr empfehlenswert. Und für alle Menschen, die jetzt sagen, oh Gott, das ist alles so schrecklich und oh je, ich weiß gar nicht, wie ich damit zurechtkomme, was ich damit machen soll. Für diese Menschen würde ich empfehlen, dass sie sich Hilfe holen. Es gibt ja Hilfen und wir haben auch ein ganz tolles Programm entwickelt. Das findet ihr unten in der Videobeschreibung. Da bekommt ihr ganz viel Hilfe und Unterstützung. Und das sollte man also auch nutzen, denn der Lockdown ist eine Zeit, wo man in seine eigene Mitte findet, wo man vielleicht andere Qualitäten oder Fähigkeiten bei sich entdecken könnte, weil man hat dadurch, sag ich mal, einen ganz anderen Lebensumgang, Lebenswandel, als man ihn sonst hätte, gehabt hätte. Und das ist ja auch eine Chance, das zu nutzen und mal zu schauen, wie kann ich mich sonst noch betätigen, was kann ich tun, vielleicht ein neues Hobby, vielleicht malen. Ja, es gibt ja so schöne Dinge, kreative Dinge, die man zu Hause tun kann. Und auch das könnte man zusammen über das Internet tun. Also, dass man einfach die sich trifft und ich nehme jetzt wieder mal Skype und dann zusammen malt und sich die Bilder zeigt und so. Man kann das ja stundenlang machen. Das ist ja kostenlos und ist dann trotzdem zusammen, ne? Also, da seid einfach mal kreativ und überlegt euch, was ihr da für Ideen habt, wie ihr die umsetzen könntet, damit wir über diese Zeit hinwegkommen. Es weiß ja auch noch gar niemand, wie lange das wohl dauert, wie lange wir ja da jetzt noch dabei sind. Und von daher ist es, denke ich, ganz gut, wenn wir uns darüber informieren, was könnte ich mit dieser Zeit anfangen. Nicht, dass uns die Decke auf den Kopf fällt, dass es uns langweilig wird, denn das ist gefährlich, da wird man dann auch schnell mal depressiv. Und ist also auch ganz wichtig, wirklich nicht auf das zu hören, was draußen erzählt wird, diese Nachrichten, diese negativen Nachrichten, dass man sich tatsächlich den schönen Dingen widmet, die einem ja gut tun, dass man einfach die schönen Dinge tut und dadurch in seine Mitte kommt, ausgeglichen ist und zufrieden ist. Das ist das Wichtigste. Dann der spirituelle Hintergrund, und der ist ja, finde ich, ganz wichtig. Und wir werden nachher auch am Schluss,
Von dieser Live-Sendung werden wir eine ganz super schöne, hoffe ich, Meditation, eine gechannelte Meditation machen, wo ihr auch ein Schutzschild bekommt, um eben auch einfach rauszugehen aus der negativen Energie und da einen gewissen Schutz zu haben. Und gerade für hochsensible Menschen ist dies besonders wichtig, weil die Hochsensiblen unter uns, die nehmen ja die ganzen Energien und alles noch viel, viel intensiver und schlimmer wahr. Und das ist natürlich ganz blöd. Das ist ganz anstrengend und deswegen dachte ich mir, ist es wichtig, dass wir in erster Linie mal diese Menschen schützen und natürlich alle anderen auch, denn jeder wird ja davon profitieren, einfach von dieser Energie. Und das ist von dieser Schutzenergie. Und das ist ja essentiell, um wirklich auch gut durch diese vielen negativen Energien zu kommen, weil es ist ja wirklich eine Angst im Kollektiv. Das darf man nicht vergessen. Es ist wirklich eine Angst da. Und automatisch bekommt man Anteile von dieser Angst. Die setzen sich in der Aura fest. Und ein hochsensibler Mensch, der leidet darunter. Und das kann sogar so weit gehen, dass man das körperlich spürt. Und das ist natürlich dann sehr, sehr anstrengend und ermüdend und ist einfach nicht schön. Und deswegen machen wir also nachher diese tolle energetische, hochenergetische, gechannelte Meditation für euch. Ja, also der spirituelle Hintergrund. Das heißt ja, Zeit für sich nehmen, etwas Gutes tun, gute Dinge für sich tun. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den sollte man tatsächlich immer im Auge behalten. Ich gucke jetzt mal, was ich mir noch aufgeschrieben habe. Also das Wichtigste ist einfach dieses, das Gute tun und vielleicht auch etwas Gutes für die anderen Menschen tun, die jetzt gar keine Wahl haben. Zum Beispiel gibt es ja die Obdachlosen und die haben es im Moment echt total schwer, weil ja früher diese Schlafsäle, wo die untergekommen sind, da waren so die Betten ja eng aneinander gestanden und es konnten ganz viele Menschen da rein und da ist es jetzt natürlich, nehmen wir mal ein Beispiel mit 20 Betten, da sind jetzt vielleicht nur noch 4 oder 5 drin und die anderen müssen alle draußen schlafen und das ist natürlich, das tut mir so im Herzen weh, dass also die Menschen, denen es sowieso schon schlecht geht, dass die dadurch auch noch mehr benachteiligt sind. Und das ist genauso auch bei der Tafel, beim Essen und so ist es ja auch, das ist alles so kompliziert geworden. Und dass man vielleicht solche Menschen unterstützt, das ist eine gute Tat und oder also was schenken oder eben auch dafür beten oder ja, einfach was Gutes tun, damit die armen Menschen auch durch diese Zeit irgendwie durchkommen, ne? Wenn es immer kälter wird, das ist ja, also ist ja schon ziemlich hart, da durchzugehen. Ich will gerade mal auf meinem Handy in den Chat schauen, was ihr da so dazu schreibt. Okay. Ja, ich sehe, die anderen warten alle auf dem anderen Livestream. Das ist natürlich dumm. Aber so ist das. Es ist manchmal kompliziert mit den, ich schreibe das jetzt mal in den Chat, vielleicht da rein. Wir sind auf dem anderen Livestream. Ja, da muss man halt jetzt mal durch. Und das wird dann schon alles klappen. So ist es halt. Auch das ist wichtig und ihr könnt euch ja dann das alle noch, die jetzt später kommen, eben noch mal anschauen. Ja, hier schreibe ich noch mal. Anderer Kanal. Nee, nicht anderer Kanal, anderer Stream.
Also das ist halt der Punkt. Ich liebe ja die Livestreams sehr, weil ich da mit euch zusammen bin, mit euch sprechen kann, eure Fragen beantworten kann. Das ist wirklich wunderschön, wenn wir da immer so zusammen sind. Und jedoch ist es immer ein bisschen komplizierter, weil die Technik immer wieder mal kleine Streiche spielt und das ist natürlich sehr aufregend auch. Ich habe mir schon überlegt, nur noch Videos zu machen, aber ich denke, Livestreams sind halt auch was Besonderes und ich hatte ja hier auf dem Kanal angefangen mit Livestreams, weil ich dachte, dass das einfach schön ist, wenn wir alle zusammen sind und eben dann uns unterhalten können. Und von daher gibt es eben immer wieder Komplikationen, aber das ist so, das ist nicht so schlimm. Ich sehe das ganz cool und es verwirrt heute Abend bloß ein bisschen irgendwie. Mich selbst verwirrt es auch, aber sehr komisch. Also hier nicht, da wo 10 sind, nicht. Entschuldigt bitte, dass ich das jetzt so nebenbei mache, aber mich interessiert es ja selbst. Was ich nicht verstehe, die sagen, er würde gar nicht senden. Jetzt bin ich selber durcheinander. Ich mache aber trotzdem mal weiter. Es wird sich schon nachher aufklären. Also das sind die Dinge, die ganz, ganz wichtig sind und die tatsächlich uns dann auch helfen, durch diese Zeit durchzukommen. Das ist ganz wichtig, denn ich habe ja auch in anderen Videos erklärt, austreten vom Kollektiv, in seiner Mitte bleiben und etwas für sich selbst tun. Das ist ganz wichtig. Und dass ihr das auch alle machen könnt, dafür machen wir jetzt die Meditation zusammen. Ich sprühe mich schon mal ein. Ich habe hier die Fülle. Ich habe total die Fülle. Dann das Ursprungslicht habe ich auch schon vorbereitet. Und die 999. Jetzt kommt die Energie so hoch. Und so schließe deine Augen und konzentriere dich ganz auf dich selbst, spüre die Energie, wie sie förmlich greifbar ist und dich umgibt. Es ist die Energie der geistigen Welt, welche jetzt zu dir strömt, welche dich berührt, welche dein Herz berührt und dich öffnet. Suche dir eine Position, in welcher du dich wohlfühlst, in welchen dein Körper sich sehr gut entspannen kann, um die wundervollen Energien zu erhalten. Und dann spüre deinen Atem, spüre, wie dein Atem ein- und ausfließt. Vielleicht spürst du deinen Atem an der Nase oder in deinem Hals und deiner Brust. Ganz gleich, wo du ihn spürst. Er führt dich in die Entspannung und macht dich bereit, die Energie der geistigen Welt zu empfangen. Er macht dich bereit zu fühlen und zu spüren, intensiv zu spüren. Denn nun werde ich für dich
aus den Feldern von Smarana. Eine schützende Energie für dich abrufen und jetzt fließt sie schon ein. Spüre, wie diese schützende Energie in deinen Raum einfließt, in deine Aura und dein Energiesystem. Und nun lege deine Hände mit den Handflächen offen auf deine Oberschenkel und spüre, wie die Energie ebenfalls in deine Handflächen einfließt. Spüre diese Energie und nun hebe deine Hände hoch, halte sie vor dich hin und spüre, wie die Energie hin und her fließt. Beobachte und fühle diese Energie und spüre, wie sich nun eine runde Kugel zwischen deinen Händen formt. Diese Kugel wird dein Schutzschild sein und diese Kugel dehnst du nun so weit aus, so groß, wie du selbst bist. Du kannst deine Hände auseinanderziehen und du spürst diese Energie. Es ist die Energie aus den Smarana-Feldern der Liebe und des Schutzes. Und nun dehnst du diese Energie so weit aus, dass du komplett in der Mitte von dieser Energie stehst. Spüre, wie dich nun diese Energie komplett einhüllt. Dies ist dein Schutzschild. Und fortan, wenn du unterwegs bist im Kollektiv, reicht ein einzelner Gedanke von dir und du wirst diesen Schutzschild spüren. Dieser Schutzschild ist dafür da, dich zu reinigen, aufzubauen und zu schützen. Es ist dein Gegenstand, dein Werkzeug, um gut durch die Zeit hindurchzukommen. Und dieses Schutzschild ist direkt mit der Quelle verbunden, mit der Quelle von der göttlichen Liebe. Und so fließt zusätzlich zum Schutz die göttliche Liebe mit ein. Spüre diesen Schutz und spüre diese Liebe. Es ist das Geschenk für dich, was ich für dich vorbereitet habe und was mir die geistige Welt ermöglicht, zu schenken. Und ich bedanke mich bei der geistigen Welt, bei den Feldern von Smarana. Und ich bedanke mich bei dir, dass du heute hier bist und diese wundervolle Energie empfängst und tragen darfst. So bin ich verbunden mit allem, was ist, in Achtsamkeit und in Liebe. Smarana, dass dies heute sein darf. Und ich freue mich, dass du hier bist. Die Energie bleibt jetzt bei dir. Diese Schutzenergie ist da und du kannst sie immer mit einem Gedanken erneuern und verstärken. Das ist ein tolles Geschenk. Ich bin so froh, dass dieses Geschenk heute auf die Erde gekommen ist und euch durch die Zeit begleitet. Und schaut nochmal auf den Link unter meinem Video,
informiert euch, was alles noch möglich ist, um gemeinsam durch den Lockdown Blues zu gehen, um gemeinsam in der spirituellen Gemeinschaft Kraft zu schöpfen und stark zu sein und dadurch für sich selbst zu wachsen, dadurch einfach ja weiterzukommen, das Beste aus dieser Zeit zu machen. Ich wünsche euch alles Liebe und ich habe euch so, so, so lieb, so lieb. Und wir sehen uns zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut. Ein Küsschen. Bis dann. Ich schalte jetzt noch den anderen schönen, die schönen Lieder von der Urne ein als Abschied. Und wir sehen uns bald. Tschüssi. Smile.